of holly. Fa la 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 la. 'Tis the season to be jolly. Fa la 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 la. Hallo du, du und du natürlich auch. Willkommen zurück zu einer neuen Folge Dinkum. Mit mir, eure Fenia. Mal wieder alleine. Und wenn es dir hier gefällt, würde ich mich natürlich über ein Abochen freuen. Aktivier die Glocke, damit du keine weiteren Let's Plays mehr verpasst. Und kommentier doch ganz, ganz fleißig. Ja, das letzte Mal haben wir nicht viel gemacht. Sagen wir es mal so. Aber jetzt können wir wieder was machen. Darum wird die Folge ein bisschen länger. Denn ich werde nämlich gleich ein neues Gebäude kaufen. Ja. Darum wird die Folge dann ein bisschen länger. So, die tägliche Gemüsearbeit hier. Und als ich mich hier gerade eingeloggt habe, gab es so kleine Weihnachtsmusik. Hat das irgendwas zu bedeuten? Gibt es hier ein Weihnachtsupdate, was ich noch nicht mitgekriegt habe? Denn es war so ein bisschen diese Rentierglöckchen zu hören in der Musik beim Laden. Und jetzt würde ich gerne mal wissen, ob es hier ein Weihnachtsevent geben wird. Wenn ja, könnt ihr mir das mal in die Kommentare schreiben. Vielleicht wisst ihr das ja. Okay, die Bräute kann ich gießen. Und wie ihr hier vielleicht schon ein bisschen sehen könnt, habe ich hier einen Weg gemacht. Ja, ich habe ein bisschen im Offline gebastelt, ein bisschen, ja, versucht zu dekorieren hier noch auf der Farm. Und habe mir hier schon mal einen Steinweg gemacht. Die Felder möchte ich demnächst mal ein bisschen umsetzen. Mal gucken, wo ich die denn hinsetzen möchte. Boah, eine gute Frage, wo ich die hinsetzen möchte. Das ist eine sehr gute Frage. Basic Woodenwool. Hier haben wir auch nochmal Basic Woodenwool. Kann man die irgendwie stacken? Nein, kann man nicht. Wieso kann man die nicht stacken? Dann packe ich eine irgendwie weg oder verkaufe ich eine. Mal gucken. Hier die Garden, obwohl die könnte man vielleicht noch gebrauchen. Ja. Ich brauche mehr Truhen. Das steht schon mal fest. Sozusagen. Ich würde es irgendwie schön finden, wenn man hier vielleicht so einen Kleiderschrank bekommt oder so eine etwas größere Lagermöglichkeit als hier so eine kleine Kisten. Das wäre irgendwie ganz nice. So. Dann wollen wir mal gucken. Dann wollen wir mal schauen, was ist hier heute drinne. Ein Plus-Sears-Look. Was für ein Ding? Was ist das? Kann ich das hinsetzen? Oder ist das ein... Ist das ein... Keine Ahnung, kann man das... Das kann man bestimmt hier beim Museum abgeben. Oh! Oh mein Gott, schaut euch das mal an. Oh, wie süß. Oh mein Gott, schaut euch das an. Oh mein Gott. Die Geschäfte haben Weihnachtsbeleuchtung. Oh, wie süß. Oh, wie süß. Hier ist Ivan. Ich glaube, er möchte einziehen. Wenn ich mich nicht irre. Er möchte 5 Palmwood Planks. Wenn ich das richtig verstanden habe. Ich glaube, die haben wir auch noch. Oh, wie süß. Hat das Museum eigentlich auch? Oh, toll. Selbst hier
Das ist ja nice. Und der Schildschatz auch. Und süß. Ich möchte, dass mein Haus das auch hat. Ich möchte auch Weihnachtsdeko an mein Haus. Jetzt bin ich traurig. Ich habe keine Weihnachtsdeko. Wie kriege ich denn Weihnachtsdeko an mein Haus? Ich frage nur. Weil ich das gerne wissen möchte. Warum schleppe ich hier 20.000 Shirts mit mir rum? Wenn ich das mal fragen darf. So. Ja, wo lasse ich denn jetzt diese Tapete? Ah, komm, rein damit. Rein damit in die Kiste. Apropos Kiste. Ich schleppe hier noch meinen Dünger mit mir rum. So. Okay. Palmwood Planks möchte er. Dann bringen wir ihn die mal. Jetzt muss es ja nur noch schneien. Das wäre geil. Und dass sie alle Weihnachtsmützen tragen. So, Ivan. Pink Polka Dot Shoes. Pinke Polka Dot Shoes. Also Job hat er gerade nicht für mich. Okay, dann bauen wir ihn jetzt sein Haus. Wo stellen wir das denn hin? Ah, ich möchte gerne. Der Anime Shop, okay. 15 Hardwood oder Gumwood. Puh, aber ich glaube, das muss ich mir mal aufschreiben. Sonst vergesse ich das wieder. Einen Moment, ich nehme mir ja jetzt mal schnell einen Stift und kritzel mir das einfach mal ganz schnell auf ein Zettelchen. Ihr hört das bestimmt schon hier, mein Zettel. Mein schlauer Zettel. Also 10-mal Gumm. Wutz. Planks. Ach nee, 15. Verzeihung. Habe ich mich verguckt. 15. 10-mal Palmwood haben wir mit. Peace. 4-mal Tin. C-C-Set irgendwas. 4-mal Kopper. Bahn. Barren. 5-mal Beck. Zement schreibe ich. Und 16 Nails. Also Nägel. So. Voilà. Dann wollen wir mal das gute Stück. Okay. Der Anime Shop. So, jetzt suchen wir einen hübschen. Ich hab's, wir stellen es da hinten hin beim Museum. Denn ich habe ja nämlich schon fleißig Rasen gesät. Schaut es euch an.
hier vorne vielleicht oder hier so? Ich glaube hier so, warte mal. Ich muss noch mal Rasen mähen. So. Ich denke mal, hier sieht's ganz gut aus. Ich weiß ja nicht, wie groß das Gebäude wird. Oder hier hinten so? Oder hier so? Na, ich glaube hier so. Upala. Oh, wird doch. Wird doch recht groß. Stellen wir das mal hier so. Ach, jetzt stehe ich da im Weg. Rotation mit E. Ich glaube hier. So sieht ganz gut aus. Plupp. Da ist es. Schwebt ein bisschen hier hinten in der Luft. Kann das sein? So, dann verlegen wir hier noch schnell den Weg ein bisschen. Zum Shop hin sozusagen. Ich weiß nur noch nicht so genau, wo da die Eingangstür sein wird. Müssen wir dann mal gucken. Ach nee, was mache ich denn da? Ah. Okay, das bringt nichts. Ich wollte das doch. Ich wollte das eigentlich so. Wo wollte ich das? Ui. Na gut, machen wir hier ein bisschen breiter. Nein, das mache ich nachher wieder weg. Hatte ich nicht eine Picke? Wo ist meine Picke, wenn man sie mal braucht? Meine Picke weg. Ich brauche eine neue Picke. Vorsicht, kleines Känguru. Ich muss hier mal lang. So. Ah, Quatsch. Ich brauche eine Picke. So. Jetzt aber. Ja, Känguruchen. Das hüpft mir dauernd vor die Füße. So, ich weiß gerade nicht, wo der Eingang hinkommt. Darum würde ich das hier erstmal aussparen. Dann gehe ich noch einmal schnell den Fisch oder was auch immer das ist, spenden. Ah nee, nein, ich habe nichts mehr. Jetzt will ich einmal gucken, wo der ist. Wo ist denn der kleine Plupper? Oh, da ist es. Wie süß. Sehr, sehr süß. So, gut. Aber wir brauchen jetzt die Dinge. Sozusagen. Huch, wo laufe ich denn lang? Ach, nehmen wir eine Abkürzung. So. Also, wir brauchen noch Gumwood.
Gumwoodblings haben wir. Palmwoodblings haben wir. Copperbahn. Nails. Zement. Entschuldigt. Und jetzt brauchen wir hier noch diese Dings. Yeah. Jetzt geht's los. Jetzt wird der Laden gebaut. Also das und das. Supi. Jetzt kann's losgehen. Jetzt kann gebaut werden. Und spenden wir noch mal wieder ein bisschen was. Würde ich sagen. 150.000 muss mir einzahlen. Ich zahle aber erstmal nur 100.000 ein. Denn mehr habe ich nämlich gerade nicht. Das heißt, wir müssen erstmal wieder Geld verdienen. Dann verkaufe ich noch die Sachen, die ich gerade habe. Zum Beispiel die Bananen, das bringt Geld und das bringt Geld. Supi. So. Ach, die Hühner. Wir müssen noch die Hühner füttern. Mensch, guckt an, die Armen. Habe ich ganz vergessen. Habe ich die Hühner vergessen? Ja, du habt ja aber auch Hunger, ne? Ja. Tut mir leid, dass ich euch vergessen habe, ihr Süßen. Ich war so mit dem Baum beschäftigt, dass ich euch vergessen habe. Guck mal, ich mache euch gleich noch was rein für morgen früh. So. Hol noch euer Eierchen raus. Perfekt. Ja, ich glaube, die Bäume werden wir die nächste Mal umsetzen. Oh, sieht voll schön aus mit der Weihnachtsbeleuchtung. Auf jeden Fall sehr, sehr hübsch. Sehr, sehr hübsch. Ich will mal in die Werkbank gucken, ob man da auch noch was bauen kann, Weihnachtsmäßiges. Aber vorher bringe ich die Pups weg. Meine Känguru-Pups, die ich gerade frisch gesammelt habe. Und die anderen Sachen, die müssen auch wieder in die Kiste erstmal. Verzeiht mir bitte wegen den Husten, das ist momentan... Ich weiß auch nicht, das will einfach nicht weg. Ich weiß nicht warum. Ziemlich anstrengend momentan, der Husten. So, ich würde sagen, wir gehen dann jetzt erstmal ins... Ah nee, ich wollte ja noch in der Werkbank gucken, ob wir hier irgendwie... Schade, ich hätte mir jetzt auch noch so ein bisschen Weihnachtsdeko für uns gewünscht. Aber anscheinend... Weiß ich nicht, vielleicht muss man das freischalten. Keine Ahnung. Könnt ihr mir ja mal in die Kommentare schreiben. Ob man das irgendwie freischalten muss. Ein neuer Morgen. Und ich glaube, wir können... Oh, der Briefkasten schwubbelt.
Melbourne hat uns was geschickt. Was ist das denn? Eine Potato. Oh, die nehmen wir doch gerne an. Die nehmen. Was? Nur noch. Also, vom Big Tipster. Irgendwo wieder ein Fisch oder so. Oh, das ist aber heute stürmisch. Ich muss Pflanzen gießen. Und die Kürbisse sind reif. So einige davon. Nicht alle, aber zwei müssen noch. Zwei müssen noch wachsen. Reifen. Gewachsen sind sie ja schon. Nur noch reif werden müssen sie. Können wir ja gleich mal gucken, wie weit der Animal Shop schon ist. Aber vorher noch so abernten und sowas. Ups, Entschuldigung, meine kleine Vogelscheuche. So. Da hinten liegt irgendwas. Ich glaube, den Krokodil ist kalt, es zittert. Habt ihr es gesehen im Wasser? Es hat voll gezittert. Ich habe es genau gesehen. So. Die Potato lege ich mir mal da. Ach, die Schuhe muss ich noch wegpacken. Meine Grassamen. Gießkanne brauche ich gerade nicht. Den Weg brauche ich jetzt gerade auch noch nicht. So, packen wir mal die Schuhe ein. Eine Truhe. So. Hier noch abernten. Bringt alles Money für unseren Häuserbau. Dann würde ich demnächst mal hier die Farm ein bisschen. Ja. Oh, meine Feder. Mal gucken, so ein bisschen verändern vielleicht noch so. Die Felder mal anders anlegen. Mal sehen. Das dauert aber lange hier. Plup, 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 plup. Ich brauche hier so einen Staubsauger, dass das alles einsaugt. So. Sozusagen. Das wäre vielleicht ganz lustig. Hier haben wir noch Dings. Dann brauchen wir wieder Pups. Ist das schon immer so komisch geplätschert? Ich frag nur. Wo kommt das denn her? Also du Kroko. So geht das hier aber nicht. Ah, es will mich in den Popo beißen. Ja.
So. Es hat angefangen. Ihr habt das gesehen. Ich wollte hier nur meine Äpfel abernten. Vielleicht müssen wir da vorne mal ein Tor reinmachen. So eine kleine Mauer ziehen und ein Tor vor. Sozusagen. Ja, so ist das mit den Krokodilen, ne? Tauchen einfach aus dem Nix auf. Oh, die Bananen sind auch reif. Gut. Diese Steine muss ich auch wieder farmen. Da gibt's doch nicht. Da ist ja noch ein Krokodil. Na toll. Es hat angefangen. So, ich sollte da irgendwas auf dem Grill tun. Ich glaube, wir müssen jetzt Zäune einziehen, also Tore noch reintun. Oh Gott, oh Gott. Das war nicht geplant. Feder. Wer verliert denn hier so viele Federn heute? Was macht man mit den Federn? So. Die Damen haben auch schon wieder aufgefuttert. Borg. Schade, dass die kleinen Hühnerställe keine Lampe, also Beleuchtung drum haben. Sehe bestimmt total süß aus.
wenn sie das hätten. So, ich möchte gerne was verkaufen. Und zwar möchte ich das. Ich fehle dann, weiß ich nicht, die braucht man bestimmt für irgendwas. Und das. Ach ja, und die Eier noch. Subi, dann können wir schon mal wieder 50.000 einzahlen. Sozusagen. Ach nee, Quatsch, hier bin ich falsch. Hier ist ja zum Einzahlen. Also noch 49.000. Na, dann machen wir das mal. 49.392. Supi. Dann gucken wir mal hin, wie weit das Gebäude schon mal ist. Ja. Na doch, sieht ganz süß aus. Also hier ist die Tür. Gut, dann legen wir da den... Perfekt. So, wieder den Rasen setzen. Man könnte vielleicht hier noch ein Häuschen hin. Gucken, hier hinten vielleicht noch mit Erde aufschütten, damit es ein bisschen weiter ist. Mal sehen, wo ich Erde herkriege. Sozusagen. Eine Schubkarre wäre nicht schlecht. Ich hätte gerne eine Schubkarre zum Erde befördern. Eventuell. Das ist doch etwas langwierig hier jetzt. Alles zu Fuß dahin zu bringen. Oder ich hole Erde von da drüben. Aber muss ich ja jedes Mal hier rüber schwimmen. Es ist ein bisschen... Ich glaube, das mache ich dann im Offline. So. Perfekt. Hier irgendwas drinne? Ein... Nicht so wirklich. Kann ich kein Gras hinsetzen. Das ist ja merkwürdig. Gut. Apropos Gras, vielleicht können wir hier noch ein bisschen Grassamen holen. Nebenbei ein paar Muscheln einsammeln. Da drüben darf ich ja nicht mehr sammeln. Wurde mir ja verboten. Die Muscheln da drüben wurden unter Naturschutz gestellt. Vom Tech. Der hat gesagt, ich darf die da nicht mehr sammeln. Also sammle ich sie da drüben auch nicht mehr. Gehe ich sie jetzt hier sammeln. Ja, nicht meinen Rasensamen, den brauche ich. Oh, wollte gerade sagen, schon wieder ein Krokodil, aber nein. Puh. So. Hm.
zu wissen. Nein, keine Ahnung. Ich habe irgendwas in meinen Kopf geschnabelt. Und mir darauf eine Antwort gegeben. Weil ich nicht weiß, was ich euch so erzählen soll. Außer, dass es draußen gerade sehr dunkel bezogen ist. Also die Wolken. Sieht so nach Schnee aus. Irgendwo habe ich gelesen, dass angeblich 20 cm Neuschnee angekündigt worden sind. Keine Ahnung, ob das stimmen wird. Also hier schneit es nicht so wirklich. Also die letzten Tage hat es ein bisschen geschneit, also so vor sich hingefusselt, aber es ist halt nicht liegen geblieben. Die Jahre davor hatten wir gar keinen Schnee mehr gehabt. Also so, ja, Schnee, was ist das denn? Und dies Jahr auf einmal, bumm, fing es an zu schneien. Schon crazy. Ja. Ich weiß nicht, ob es daher kommt, dass mein Mann und ich, also Tech und ich, wir waren letztens einkaufen und da stand ein Schlitten rum. Da haben wir gelacht so, ha, ein Schlitten, wer braucht denn sowas? Es schneit ja nicht mal mehr. Und einen Tag später fing es denn hier an zu schneien. und wir dann so, ja, läuft. wo kommt das denn her? War immer so ein bisschen so, wer weiß, vielleicht hat sich jetzt Frau Holle gedacht, so, sie muss mal wieder ihre Betten ausschütteln. Oder sie hat nach langer Zeit mal wieder ein Goldmeerriechen bekommen. Aber es blieb ja nicht liegen, was ich schade finde. Aber ein Vorteil hat es. Also ich mag Schnee, ich mag es auch, wenn es liegen bleibt. Aber ich mag jetzt nicht so Schnee schieben. Wir haben ja noch so eine Schneekarte, wo alle Bewohner dann mal so, ja, von 6 bis 22 Uhr Schnee schieben. Und, ja. Da bin ich jetzt nicht so, keine Ahnung. Ich fühle mich immer beobachtet. Ich weiß auch nicht warum. Schon eigenartig. Darum überlasse ich das denn immer Tag. Ich weiß auch nicht, ich habe dann immer das Gefühl, dass die denn so am Fenster stehen und alle gucken, ob man das auch richtig macht, ja. Ich habe keine Ahnung, vielleicht geht es auch nur mir so oder habt ihr das auch so, dieses Gefühl, dass man euch denn so beobachtet, wenn ihr Schnee schiebt? Also wenn jemand Schnee schieben muss von euch, so ein Haus oder Wohnung, nachdem. Die Kürbisse sind reif, den können wir die gleich auch abernten. Also so geht es mir das zumindest. Also, was irgendwie komisch ist. Ja. So. Dann wäre das auch wieder gegossen. Oh, guckt an, da liegt da noch ein Apfel. Da haben wir den Apfel vergessen. Suppi. Und Clover ist da. Mal gucken, ob wir Clover auch noch ins Dorf kriegen. In die Stadt. Ins Dorf. Habe ich gerade. Ich habe doch gerade hier Kampfmusik gehört. Ha, ha. Lieber nicht so schadenfroh sein, nachher stehen sie hier in der Stadt. Oh,
und wollen mich beißen oder so. Nein, Quatsch, was mache ich denn mit den Kürbis? Aber vielleicht kann ich einen Kürbis füttern. Ich glaube nicht, dass Hühner Kürbis fressen, aber wer weiß. Ich selber hatte Hühner noch nie gehabt. Enten hatte ich ja. Ich hatte 2 indische Laufenten als Teenager gehabt. Dann hatte ich Hasen, Katzen. Oh, wir hatten so ziemlich alles an Haustieren. Was ist das denn? Soll ich mal was sagen? Den kaufen wir Tag. Und dann muss er den in einer Folge tragen. Was haltet ihr davon? Ich kaufe dir Yellow Shorts ab. Oh mein Gott, ich glaube, sie möchte auch einziehen. Oh mein Gott, da ziehen ja jetzt schon 2 Leute hier ein. Ich gehe am Stöckchen. 19.000 Leute. Ja, für meinen Tag kaufe ich auch gerne so einen schicken Hut. Also. Ja, das lasse ich mir nicht lumpen. Tatsache, jetzt können wir auch Clover hier holen. Aber ich denke mal, das machen wir dann in der nächsten Folge mit Clover. Denn wir wollen ja jetzt sehen, ob unser Tierstall fertig ist. Ja, ist er. Und ich trage hier meine Hose in der Hand. Oh, wie schön. Ich bin ja gespannt, was wir da so kaufen können. Oh, guck mal, das hat auch eine Lichterkette drum. Wie süß. Was? Wieso Closet? Jetzt will ich da reingucken und es ist geschlossen. Ivans Barn. Open 10 bis 6. Closet Monday. Oh, schaut euch das an. Ist das nicht süß? Jetzt haben wir... Jetzt haben wir den... Farmer auch. Toll. Da gucken wir gleich mal rein. Und dann hier noch mit der Lichterkette. Voll süß. Jetzt fehlt nur noch Schnee. So, er müsste ja gleich mal aufmachen, ne? Für Palmwood bringe ich dir. Willst du die Planks oder? Das haben wir. Ich will die Muschel. Nein, ich darf die Muscheln nicht mitnehmen. Die Muscheln müssen hier liegen bleiben. Ich darf die nicht mitnehmen. Muscheln. Ich will die Muscheln. Gib mir die Muscheln. Palmwoodholz. Nee, das sind wir hier falsch. Ah, Palmwood hier. Bringe ich jetzt noch die Hose weg. Den behalten wir noch im Inventar. Erinnert mich mal dran, dass das für Tech sein soll. Wenn er denn nämlich mal wieder online ist, dann schenken wir ihm den. Und dann muss er ihn eine ganze Folge lang tragen. Was meint ihr? So, jetzt müsste er, glaube ich, in seinen Laden sein. Warum habe ich eigentlich einen Weg gemacht, wenn ich den eh nicht benutze, so wirklich? Oh mein Gott, Schatz, was ist das denn? Geil ist das denn? Oh mein Gott. Wie süß. Ich
Was haben wir denn hier? Furitbol? Oh Gott, wie süß ist das denn? Schaut euch das mal an. Oh, das blieb. 25. Oh, so viel habe ich gerade nicht. Oh, oh mein Gott. Das ist ja wohl knuffig. Was meint ihr denn? Ich will das kaufen. Ich gehe jetzt Dinge verkaufen. Was ist das hier überhaupt? Oh, eine Obstschale, okay. Die sieht nice aus, die Obstschale. Die nehmen wir mit. Die behalten wir. Ich weiß nur nicht, wohin damit. Ich weiß gar nicht, kann man sein Haus irgendwie vergrößern oder bleibt das zu klein? Ich frage ja nur. Für die Leute, die es wissen, kann man das Haus vergrößern? Also kann man sein eigenes Haus vergrößern irgendwie? Würde mich mal interessieren. Also wenn ihr das wisst, dann schreibt es mir bitte in die Kommentare. Nein, die will ich nicht verkaufen. Aber das andere hier. So, ich kaufe mir jetzt dieses Schnabelwolltier. Alles ist ja voll süß. Das ist ja mal mehr als niedlich. Was sind das hier? Babyschock? Oh Gott, ist das süß. Daniela? Ja, kann ich. Braucht das auch ein Haus? Was ist das? Was ist das? Boy Dog Kennel. Oh, da kriegt man einen Hund? Eine Schere? Kann man das schieben? Nehmen wir auch mal mit? Was frisst es eigentlich? Haus für Puper? Was für ein Haus für Puper? Ein Futterdruck? Hübschen Stein. Oh, shit. Oh, tut mir leid, ich finde das so süß. Das wird voll süße Geräusch. Das ist voll süß. Ob es sich mit den Kängurus verträgt? Ich hoffe. Achso. Nein. Hallo. Nee, warte mal. Ich weiß nicht, ist das noch nötig? Also ich passe da auch rein. Dog Kennel. Ich glaube, da kommt ein Hund rein. Aber ich bin mir nicht ganz sicher.
brauchen auf jeden Fall Futter noch. Wir brauchen hier auch Futter. Müssen wir noch einmal schnell Futter kaufen gehen. Sozusagen. Ja, wie gesagt, die Folge wird jetzt etwas länger. Denn ich wollte ja das hier fertig haben, sozusagen, den Animal Shop und was. Was war das? Ihr habt das auch gesehen, oder? Schwimmen in die Freiheit! Wenn du schon auf Grund läufst. Ich habe dich nur gerettet. Jetzt geht's Heike wieder gut. Schatz, die ist in der Freiheit. Ich wollte sie nur retten. Ich hoffe, es frisst das auch nicht. Keine Ahnung, nachher frisst es das nicht. Dann ist es falsch. Weil anderes Animalfutter sehe ich da nicht. Wenn ihr wisst, wie ich meine. So. Mal gucken, ob es das frisst. Also nicht, dass ich hier jetzt... Doch! Oh, schaut mal, wie süß das frisst. Ob es auch Häufchen macht, weil dann bräuchten wir vielleicht die Kängurus nicht mehr. Müssen wir mal gucken. Dann würde ich die Kängurus nämlich demnächst umziehen lassen. Sozusagen. Wenn es so Pups macht. Schere ist, glaube ich, bestimmt für die Wolle dann, die es später kriegt. Das ist voll süß. So, aber jetzt würde ich sagen, war es das heute für diese Folge. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, kommentieren, Glocke aktivieren, damit ihr keine weiteren Let's Plays mehr verpasst. Und abonnieren, wenn ihr das noch nicht getan habt, würde ich mich mega, mega drüber freuen. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Bleibt gesund und bis dann. Ciao, ciao. Eure Fenia. Tschüss. Deck the halls with boughs of high.